Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu SnowRunner. Heute liegt an Hafenlieferung. Dafür müssen wir die Bohrausrüstung holen. Dafür brauchen wir einen 4-Slot-Anhänger. Wir haben ja noch 4 Platz, dann dachte ich, wir nehmen den halt gleich, wenn er schon hier steht. Dafür müssen wir nach Island Lake. Den hier lassen wir, auch wenn er noch einen Anhänger dabei hat, weil ich auch 4 Platz habe, aber dann ist er wirklich fast komplett zu lang. Gut, dann würde ich mal sagen, wir starten hier. Hoffnung, ja, dass nichts kaputt geht. Ich wir sparen können den Spruch. Gut. Ja, die letzte Folge hatte ein bisschen Überlänge, über eine Stunde, aber genug. Kann es halt geben. Das wird sicher auch nicht die letzte Folge sein, die mal lang gehen wird. Ja, und ich habe auch die Kommentare gelesen, wenn ich im Schlamm bin, dass ich in den Lastengang losgehen soll und die Differentialstelle ausnehmen soll, damit ich da besser durchkomme. Ich hoffe, das nächste Mal denke ich auch dran, das auch umsetze. Wenn nicht, könnt ihr mich anmelden. Aber ganz lieb, ja. Ich gebe mir Mühe. Der ist immer noch da. Den fahren wir nicht. Nimm den. Hinweg können wir ja noch tanken gehen, wir kommen ja an der Tankstelle vorbei. Eieiei. Warum ich eigentlich nie in den Lastengang gegangen bin. Mir wurde mal gesagt, solange das Fahrzeug fährt, ist es nicht nötig, in den Lastengang zu gehen. Aber wenn ich da durch Treibstoff fahre und es doch ein bisschen schneller geht, ja, wieso nicht, oder? Dann tut es ja nicht. Wir könnten eigentlich auch rechts durch. Eigentlich sollte der Kraftstoff ohne Probleme ausreichen. Hier durchgehen. Wollen wir? Nö. Nehmen mal den besseren Weg. Sagt er in seinem jugendlichen Leichtsinn. Naja, jugendlich. Das war mal. Da wir schon die Brücken repariert haben, wollen wir sie ja natürlich auch benutzen. So ist es ja nicht. Wäre noch interessant, wenn die Brücken eine gewisse Tramlast haben. Halt nur, gesagt, vielleicht 2 Tonnen oder sowas. Ich denke, das Fahrzeug hier wiegt schon 1 Tonne. Und wenn noch die Last drauf kommt, wird zu schwer und dann musst du halt eine Alternative finden. Ich würde den Schwierigkeitsgrad des Spiels auch ein bisschen erhöhen. Hast du die Brücke halt kaputt, dann musst du sie halt nochmal neu reparieren. Ach, ich hätte so viele gute Ideen für das Spiel. Leider bin ich kein Spielentwickler. Ist vielleicht auch besser so. Gerade eigentlich, dass der dann nicht herumkommt hier. Das passt.
Also die Baumstamm-Missionen habe ich immer noch nicht gemacht. Also die sind immer noch offen. Hat ich immer noch nicht entschieden, was ich mit denen machen soll. Aufnehmen oder nicht. Oder einfach komplett auslassen, obwohl die, glaube ich, ziemlich gut Geld geben. Wenn es eher steil nach oben geht, nehmt ihr eigentlich auch den Lastengang oder fahrt ihr einfach normal mit der Automatik? Es gibt ja noch diese Gangart oberhalb von der Automatik, den H. Dieser Hochleistungsgang, oder wie ich den nennen soll. Dann nutze ich den eigentlich am besten, das habe ich bis jetzt noch nie rausgefunden. Immer darunter, hoch fährt der Baumstumpf. Macht da nichts Blödes. Geklappt. Weil ich habe einfach gesehen, wenn du ab und zu mal in den Hochleistungsgang gehst, dass der Motor dann absäuft. Ah, und die Bohrausrüstung kommt dann wieder hier auf die Karte. Hinten beim Hafen, wo wir die letzte Brücke aufgebaut haben. Der letzte Teil ist da die Bettobrücke drauf. Ah, dort müssen wir. Hab ich jetzt nicht gezeigt. Hab's vergessen. Wunderbar. Upp. Nein. Oh. Bin zu doof. Ah, wir gehen nochmal zurück. Entschuldigung. Eieiei, zum Glück sind die Ladescreens so kurz. Wir müssen zu diesem Ölbohrturm. Ich zeichne einfach das hier mal ein, dass wir da rüber müssen. Sonst bleiben wir da eigentlich auf der Straße. Ist der Hilfsturm. Ich könnte ja sagen, wir gehen jetzt da einfach links rüber, aber da ich nicht genau weiß, wie tief es ja wirklich ist, gehe ich diese Straße lang.
Scheiße. Hier gerade in der Birkenecke. Tief sieht es da nicht aus, aber sehr schlammig. Hoppala. Der auf die Straße schauen und dann ins Wasser. Voilà, jetzt sind wir schon mal hier. Bohrausrüstung. Da hat perfekt Platz. Da lang, wenn ich da hochgehe. Nicht weiter. Das ist schon in der Regel so ein Geheimweg. Ganz zurückschaffen. Wenn wir anständig fahren, sollte uns eigentlich nichts passieren. Außer der Anhänger entscheidet sich wieder umzufallen. Okay, aber in der letzten Folge war menschliches Versagen bei mir. Ich hätte da eher auf die Bodenebene noch schauen müssen. Rechts rum. Mal ein bisschen Aussicht, dass wir da anstellen. Sieht alles gut aus. Benutzt ihr eigentlich Mods zum Spielen? Und wenn ja, welche? Also nicht, dass ich jetzt Mods installieren möchte. Aber wenig zu wundern, was es so gibt, weil ich habe mich da eigentlich noch nie durch diese Ecke durchgeschaut. Das ist da alles so Fahrzeuge mittlerweile gibt. Und halt nur die Dinge mit, wo halt im Shop sind.
will da den Entwickler ja ein bisschen unterstützen. Und die Trucks unterstützen, seit ich mich. Ich dachte, wenn der Fleetstar durchgehen müsste, ja, Halleluja. Bin ich eigentlich froh, dass ich den da hier mal gekauft habe für ein paar Schweizer Franken oder besser gesagt in Euros. Ist schon ein Segen. Diese Aufgaben. Was ist das wieder für ein Sauwetter hier? Ja, wenn ihr mir sagen könnt, dass was der Hochleistungsjahr gut ist, bitte gerne in die Kommentare, ab wann ihr ihn eigentlich braucht. Weil ich habe den eigentlich noch nie genutzt. Voilà, da sind wir. Wir gehen rüber nach Durban, Island. Wir setzen noch mal kurz den Rückwärtsgang ein. Wir werden es ja wahrscheinlich hinten wieder anstellen. Jetzt und dann rüber. Differentialsperre mit Q. Ah, na an. Schade. Einziger Nachteil, ich kann damit nicht rückwärts fahren. Okay, sie sagt gerade, welchen Umstand ich es wirklich testen kann, aber so trainiere ich es mir zumindest mal an. Blöder Stein, geh weg. Hängt da noch mal ein bisschen zurück. Hier die Automatik. Hab mir das mit der Differentialsperrautomatik mal auf den selben Block gesetzt. Eben ist Lastgang plus. Ich glaube, die 4 war jetzt normal Lastengang und das andere war Lastengang minus. 5 ist Automatik. Habe ich High drin? Nein, habe ich nicht drin. Passt schon. Muss ich da nicht so mit der Maus herumkribbeln? Wieder durchs Holzfederlager. Wäre ein bisschen kürzer. Wäre das schon hier? Oh, wir hätten schon vorher abbiegen sollen. Na dann bleiben wir halt auf dieser Straße. Wir müssen dann unbedingt nachtanken. Kraftstoff wird schon reichen, aber sicher ist sicher und ich weiß nicht, was die nächste Aufgabe ist, ob wir gleich mit ihm weiterfahren oder ob ich ihn zurückstelle in die Werkstatt, um ihn zu bauen. Komme ich nicht drum. Der Anhänger steht auch nicht gerade optimal.
würde ich hinschauen, dann passiert auch nichts. Aus dem Auge, aus dem Sinn, der aber gespürt geht. Hallo, wow. Ach, er lässt mich durch. Sehr schön. Was gedacht. Wir kommen jetzt hier ein bisschen schöner durch, weil wir hier rechts nicht hochkommen steil. Passt das eigentlich? Langsam runter, nicht, dass wir vorne wieder aufschlagen in der letzten Folge, ne? Glaube ich, war in der letzten Folge, oder? Ich weiß nicht mehr. Ich habe wieder ein paar Tage versprechen in der letzten Aufnahme. Auch mit. Auflieger besser gesagt. Und dann tanken wir hier gleich mal. Oh, einmal vortanken bitte. Ein Kaffee to go und ein Beefy-Würstchen gerne. Der ist ja auch noch, wenn man da wieder auf sein Essen schauen muss, dann war ich verhungert im Fahrzeug. So Essensrationen mitnehmen muss. Um und die dritte Schiffszeit.
schön brav in den Lastengang geschaltet. Hoffe, ich sei zufrieden mit mir. Ach, bisschen Spaß muss sein. Dachte schon. Nicht kollidieren. So, das wäre jetzt zum Beispiel der 10-Tonnen-Brücke. Weiß, das habe ich glaube schon mal gefragt, aber was für eine Karte würdet ihr euch am meisten wünschen? Also das Gebiet oder so? Australien, Afrika oder sowas in der Art. Also ich würde es doch ganz interessant finden, den Himalaya. Einfach links neben dir so 300 Meter runter geht. Und mich ganz genau fahren muss, dass die Statik gerade so breit sind wie das Fahrzeug. Das wäre doch was. Wirklich fast Millimeterarbeit leisten muss. Haben wir es ja bald. Rechts. Rechts rum besser gesagt, dass ich dann besser links rüberkomme. Obwohl, ich denke, es hätte keine Rolle gespielt. Hat ja auch so gepasst. Gott, da steht ja auch noch so ein großes Teil. Das müssen die sich auch irgendwo hinfahren. Das kann dann witzig werden.
Entladen, Hafenlieferung. Ich wurde gerade vom Hafen angerufen. Die Bohre sind angekommen. Vielen Dank für deine Hilfe. 590 XP, 4750 Credits. Die nehmen wir doch gerne mit. Gut, wieder erfolgreich einen Auftrag abgeschlossen. Und ja, dann sage ich auch wieder gleich schon mal, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.